Aber ich war hier, kann ich doch eigentlich auch gleich vor den Ofen verfrachten, oder? Bin ich hier jetzt hergekommen? Ablegen, ablegen. Nein, halt, das letzte wollte ich nicht ablegen. Wo ich hin? Da war ich, da ist ich. Ah, gut. Das hier kann ich dann dementsprechend ablegen, ablegen und das hier kann ich ablegen. So, den Stoff kann ich jetzt unten noch mal reinräumen. Hier genau genommen. Hier passt ja auch noch ein bisschen was rein. Zwar nicht mehr ewig viel, aber für den Stoff reicht es noch. So. Frische Rehhaut, die kann ich eigentlich auch raus tun und kann die nochmal hier vorne hin klatschen, ne? Hier so in die Ecke. Gut, der Darm ist jetzt immerhin schon mal ein Stück weit angetrocknet, das ist ganz gut. Die frische Rehhaut kann abgelegt werden. So, und dann gucke ich nochmal schnell vor die Tür, wie es eigentlich jetzt aussieht mit Wetter, technisch, mit Sturm oder irgendwas. Okay. Fünf Minuten kommen. Drei Stöcke. Knall, Krach, Bumm, Klör. Auseinandergenommen ich es schon mal. Ja, das können wir alles irgendwann mal verbrennen. Ich würde uns alles vielleicht den Hintern retten. Ich hoffe es. Irgendwann mal. Würde ich uns hoffentlich den Hintern retten. Wenn nicht, dann sterben wir halt. Ne? Das werden wir sowieso irgendwann. Okay. Fünf Minuten nehmen wir auseinander, ja. Hauptserie spaltet sich das Ganze. Toll. Okay, wir gehen hier lang weiter. Ich habe keine Ahnung, ob das klug ist. Aber wir tun hier einfach. Hier kommen wir wahrscheinlich gleich beim Teich raus, oder? Oder nicht? Nehmen wir auseinander. Wir müssen nicht nur merken, wenn wir dann die Gabelung haben, müssen wir nach rechts. Das müssen wir uns definitiv merken. Ist das hier der Teich? Ja, das ist der Teich, okay. Gut, dann gehen wir nochmal den anderen Teil erkunden, denn den Teich kennen wir schon. Und da gibt es, glaube ich, auch nicht mehr viel zu holen. Außer es respawnt wirklich das Zeug, aber das. Da bin ich mir nicht so wirklich sicher. Ich meine, ich kann sein, ja. Aber wenn sehr, sehr langsam. Wie sieht es denn eigentlich jetzt hier aus mit. Okay, wir haben 21 Stöckis. Das ist ganz gut, würde ich behaupten. Essen und Trinken. Halt. Ja. Zeitmäßig geht auch gut. Da ist nichts dran. Okay, hier kommen wir nur an die Höhle hier. Aber. Der stille Lichtung. Aber hier gibt es noch mal ein bisschen Holz, ein paar Steine. Na, wow. Ja, die anderen lasse ich mal liegen. Da liegen auch nur Steine rum. Es hat sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt, ne? Um das mal so festzuhalten, da vorne liegt noch ein Stock rum. Ja, toll. Aber, beziehungsweise,
mehrere Stöcke, in zwei Grundstöcke. Aber hier wirklich effektiv gelohnt hat sich's nicht. Aber immerhin haben wir dadurch, durch den kleinen Ausflug hier nochmal ein bisschen stöckig und heu gesammelt, dass wir eventuell noch ein kleines bisschen länger Feuer machen können, was vielleicht ganz gut ist. Aber halt nicht das Effektivste war, der ganze Ausflug. Ich habe mir erhofft, hier noch ein bisschen mehr zu finden, aber wir wissen jetzt zumindest, hier waren wir jetzt. Und hier gibt es die Sohlen. Großartig. Aber gut, insgesamt war die Folge trotzdem relativ effektiv. Die Folge vor allem. Ja, die Folge gibt bestimmt 2 Stunden und für 17 Minuten, ja. Ja, wahrscheinlich. Aber die Aufnahmesession, sagen wir es mal so, die Aufnahmesession war bis jetzt sehr, sehr effektiv, denn wir haben doch durch das Ding, womit wir Feuer machen können, unser Leben mehr oder weniger für längere Zeit in Klammern hoffentlich gerettet. Wir haben erst einmal keine großartigen Nahrungsprobleme, dadurch, dass wir genug Angeln besitzen, eine Knarre besitzen und alles Mögliche besitzen. Das Einzige, woran ich noch scheitern kann, jetzt in nä näherer Zukunft, ist eventuell erstens Holz. Und zweitens irgendwann vielleicht an Muni, beziehungsweise an Zeug für Angeln. Was hoffentlich, wie gesagt, nicht in näherer Zukunft sein wird. Aber ich denke mal, ich habe jetzt erst eine gute Voraussetzung dafür gesetzt, dass wir eventuell den einen oder anderen Tag überleben könnten. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Gut, hier können wir sogar auseinandernehmen. Ach komm. 10 Minuten. Ganz ehrlich. Das können wir machen. Ah, die Dinger können wir nicht auseinandernehmen, aber. Naja. Da können wir vielleicht nochmal auf die ein oder andere Hagebutte hoffen. Oder halt nicht. Gut, hier können wir tatsächlich leider nichts mit auseinandernehmen, aber den Teil hier, den können wir vielleicht, oder? Klappst du? Kann ich dich euch. Ja, du. Alter. Echt, du bringst noch mal ordentlich was. Na, das ist doch schön. Und mir ist wieder so krass kalt, dass ich jetzt unbedingt nach Hause muss, noch irgendwelche anders. Das ist interessant. Hey, ja. Ah, da war ein Hirsch. Aber ich will jetzt eh nicht unbedingt sofort jagen, denn wir haben noch genug Zeug mit den Fischen. Wohl auf der anderen Seite, wenn wir eventuell treffen. Frage ich halt, ob wir den treffen. Die frage ich, ob ich den treffe. Treffe ich nicht. Ich bin der schlechteste Schütze, den es weltweit je gegeben hat. Der kommt doch safe auch nie wieder, oder? Ja, ich relativ dumm scheinbar. Wo schießt der denn hin? Ist der jetzt hier inkompetent, hier irgendwas zu treffen oder wie? Scheinbar. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht so unendlich viel Muni, dass ich jetzt hier 50 Mal auf dem Hirsch schieße, ne? Das will ich nicht. Das habe ich eigentlich nicht vor. Ja, toll, der Hirsch hat mich mitgekriegt. Oder das Reh, keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Reh oder ein Hirsch ist. Manche Dinger sind Rehe, manche Dinger sind Hirsche, keine Ahnung.